Nicht nur zum Freitagsgebet ist die Hamburger Zentrumsmoschee gut besucht. Auch Nils von Bergner kommt regelmäßig hierher und betet die Suren aus dem Koran. Vor einem Jahr ist er zum Islam konvertiert. Grundsätzlich betet man schon in Arabisch. Ja. Sind Sie da schon fit in Arabisch? Also ich bin dabei zu lernen, Arabisch zu lesen. Das kann ich allerdings noch nicht hundertprozentig, weil es doch sehr kompliziert ist, andere Schriftzeichen. Und, aber ich habe zumindest so viele Suren auswendig gelernt, dass ich also mein Gebet vernünftig verrichten kann. Nils von Bergner ist Anwalt. Seit 3,5 Jahren hat er eine eigene Kanzlei, zusammen mit seinem türkischen Freund Ali Özkan. Die beiden kennen sich schon aus der Schule. Der gebürtige Moslem Özkan spricht nicht gern über seine Religion. Es sei Privatsache, sagt er, und bezeichnet sich als liberal. Er geht regelmäßig in die Moschee, betet aber nicht 5-mal pro Tag zu Allah. Durch ihn hat von Bergner den Islam kennengelernt. Nils hat sich beschneiden lassen, freiwillig. Auch das sei ein Zeichen dafür, dass er seine neue Religion ernst nimmt. Es ist so gewesen, dass ich immer ein gläubiger Mensch war, mein ganzes Leben. Ich hatte aber immer das Gefühl, also ich war mit meiner Religionsausübung unzufrieden. Ich hatte das Gefühl, Gott tut viel für mich. Mir ging es immer gut und wenn ich mal eine Krise hatte und ich habe sozusagen Gott um Hilfe gebeten, hat sich auch alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich hatte aber den Eindruck, ich gebe ihm nicht genug zurück. Und das war eigentlich auch so ein Punkt, dass ich mir gedacht habe, wenn ich konvertiert bin und dann auch meine Pflichtgebete 5-mal am Tag mache, dann habe ich zumindest diese 5 Momente am Tag, also im Alltagsleben, wo ich mich mal zurückziehen kann und mal runterkommen und quasi diese Verbindung herstellen kann zu Gott und ihm danken kann. Auch im Büro rollt er täglich seinen Gebetsteppich aus. Doch niemandem, auch nicht seiner Frau, will er seine Religion aufdrängen. Auch nicht seinen islamischen Namen Ahmed Issa. Seine Familie, seine Freunde nennen ihn weiterhin Nils. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا